das machen wir mit dem 4-3er hoch. Und das war gar nichts aufregend. Also da waren wir richtig. Ich bin auf die Bühne gegangen und wusste echt nichts an. Alter, ich bin bei dem Abend, ich war so nervös. Ist noch irgendwas ganz Schlimmes schiefgegangen, auch vor der Show. Ja, aber wir haben schon Gabelstapler. Der Gabelstapler ging nicht und die konnten die Bühne nicht aufbauen. 13 der Bohrmitarbeiter müssen in dem Festival in Frankreich, was wir da gespielt haben, mit Marilyn Manson wieder, war so eine Burke, war nicht ein Fernseher. Ja, aber das Schloss, das war so gruselig. Na, ich weiß bis heute nicht lang. Richtig erschreckend, weil die waren noch mal in einem extra Gebäude. Es war noch mehr im Wald, ganz allein. Ganz allein. Ohne Fernseher und Heim. Und als wir der Nacht reingegangen haben, war ich so, boah, so ging es. Du weißt bis heute nicht, dass ich die hat sich richtig, die war nicht nach richtig, die hat sich ein Augenmensch gemacht. Tom, deine Pitch hat sich letztes Konzert auch wieder verspielt. Es sind 3 Stunden hintereinander, wo du dich verspielt hast. Heute verspielt sich bestimmt auch wieder. Boah, das ist aber richtig lieb, das Wort. Tom hat schon ein paar Mal richtig ausgesetzt. Und bei mir sagen sie ganz klar, die ziehen sie so drauf, auch wenn ich mal ein Wort vertausche oder irgendwas ist. Und der setzt schön erstmal ein paar Takte aus, weil er nicht mehr weiß, wie er reinkommt. Aber die letzten 3 Konzerte. Das Ding ist ja, Rettig hört sich ja schon verspielt an. Wenn du mal eine Seite nicht richtig triffst, dann ist es schon so, ja, also Tom, ganz ehrlich, so. Nach 5 Jahren solltest du eigentlich jede Seite treffen. Gott, ich wollte das cool, das heißt, ich spiele noch niemand. Nee, solltest du. Wenn ich dann eine Badewanne hab, ey. Dann, für eine, die so überläuft. Oh, das ist geil. Weil dann kriegst du ihn so ein bisschen. Nein, aber dann kann die auch nicht überschwappen, wenn der mal bremst. Weil er überläuft. Dann steht da halt und wir baden. Guck, du liegst da drin, dann bremst der und du stehst so auf der Wanne aus. So, und das kannst du Wasser mit dir. Du machst auf einmal, kannst du tun. Klebst du so nackig so an der Scheibe. Ja, und dann noch so Licht an und vergessen abzukleben. Das erinnert mich so an diese Simpson, wo hier dieser Kleine, der fliegt auf deinen Trailer so an die Scheibe ran, nackig. Daran erinnert mich das. Schön vorne so neben so an der Scheibe kleben. Und die ganzen Leute sind draußen so. Warte mal, jetzt geht's los hier. Moment. Moment, Konzentration. Konzentration. Hot Topic, iTunes and Best Buy each carry their own very special edition of our US Scream album with some exclusive bonus content. Was versprichst du denn davon, Tom? Du warst ja sonst noch nie mit zusammen eher so fashionmäßigen Shooting. Das Ding ist, bei Bill müssen wir immer erstmal lange umstylen, bis wir das irgendwie in Richtung Fashion kriegen. Bei mir ist das direkt Fashion. Ich habe sozusagen Fashion auf der Stirn tätowiert.